Herzlich willkommen zum heutigen Sonderthema die größten Irrtümer rund um die technische Sicherheitseinrichtung, kurz TSE genannt. Wir wollen hier aufzeigen, was für euch als Unternehmer wichtig ist. Wir wollen euch Tipps und Anregungen geben und eure Fragen mit echten Experten hier heute aufarbeiten. Wir gemeinsam für echte Unternehmer. Und heute besprechen wir die technische Sicherheitseinrichtung, die im Rahmen der Kassensicherungsverordnung seit nunmehr fast 2 Jahren in Deutschland gesetzlich verpflichtend ist. Sie garantiert einerseits, dass die im Kassensystem aufgezeichneten Daten vollständig und richtig gespeichert werden. Und genau zu diesem Thema haben wir uns heute 2 echte Profis, 2 Experten eingeladen. Zum einen, zu meiner rechten Seite, er ist der Experte in allen steuerlichen und formellen Belangen rund um Gesetzgebung und Verordnung, die den Unternehmer direkt betreffen, und macht allwöchentlich, gibt er Tipps und Tricks rund um diese Gesetzgebung und Gesetzmäßigkeiten und hilft den Unternehmern bei der Umsetzung. Herzlichen Dank, schön, dass du da bist. Erich Nagel, hallo Erich, stell dich doch mal bitte kurz vor. Vielen Dank, Stefan. Ich mache das auch nicht alleine. ETL Atoge ist eine größere Einheit. Wir haben jetzt 65 Standorte in Deutschland und an jedem Standort gibt es genau diese Expertise. Stellvertretend für meine Kollegen stehe ich heute aber hier. Lieben Dank, Erich. Dankeschön. Und zum anderen der Herr der Technologie. Man nennt ihn auch den Cheftechnologen, der die TSE wie kein anderer in Deutschland inhaltlich kennt. Und lieben Dank, dass du da bist. Du kennst die digitale Infrastruktur, gerade bei Kassensystemen natürlich. Das ist deine Kernkompetenz. Lieber Frank Schlesinger, schön, dass du da bist. Hallo Frank, stell dich doch auch mal bitte kurz vor. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Frank ist der Name. Ich bin bei der Firma Orderbird CTO, technischer Direktor, und habe da ein gutes Team von Leuten, die grundsätzlich Cloudkasse möglich machen. Und wir haben für uns hingekriegt und für unsere Kunden, dass wir die einfachste Fiskalisierung in Deutschland haben, die mit einem einzigen Klick funktioniert. Und das war schon eine große Leistung. Ja, schön, dass ihr heute da seid. Also geballte Kernkompetenz hier an meiner Seite. Und jetzt wollen wir auch gleich einsteigen. Denn seit über 2 Jahren ranken sich viele Mythen und Irrtümer rund um diese technische Sicherheitseinrichtung. Und wir haben für Sie die 5 wichtigsten Irrtümer zusammengestellt, um diese dann heute hier aufzuarbeiten. Fangen wir am besten gleich damit an. Wir haben für heute die 5 häufigsten Irrtümer rund um die technische Sicherheitseinrichtung für Sie zusammengestellt. Und Dankeschön, fangen wir gleich mal mit dem ersten Irrtum an. Viele Unternehmer in Deutschland denken bis heute noch, dass sie gar keine TSE benötigen. Und ab wann greift denn eigentlich die TSE? Und gibt es auch Ausnahmen, wo man vielleicht gar keine TSE benötigt? Klär uns doch da mal auch bitte auf. Also wenn es viele wären, wären viele im Irrtum. Das hoffentlich ist nicht mehr der Fall. Seit März ist wirklich die Nachfrist endlich abgelaufen. Und es muss wirklich jeder eine TSE haben, der eine Kasse im Einsatz hat. Und also Ausnahmen gibt es nicht viele. Mhm. Das EC-Kartenterminal zum Beispiel als solches gilt also nicht als Kasse, dann brauche ich es nicht. Und natürlich bei einer offenen Ladenkasse lässt sich auch keine TSE verbauen. Insofern ist die an der Stelle auch ausgenommen. Aber ansonsten ist das heutzutage keine Kasse ohne TSE als Faustregel sehr weitreichend gültig. Das bedeutet also, du hast gerade die offene Ladenkasse angesprochen, das bedeutet also, wenn ich eine digitale Kasse habe, benötige ich verpflichtend eine TSE? Ja, die TSE soll die in der digitalen Kasse erfassten Daten dann auch schützen. Mhm. Manipulationsgeschützt soll das Ganze sein und eben für die Finanzverwaltung auch digital auswertbar. Dafür gibt es auch die TSE, dafür wurde sie ins Leben gerufen, um der Manipulation da einen Riegel vorzuschieben, gleichwohl sie aber auch die Aktivitäten des Steuerehrlichen dann verifiziert. Also auch der kann dann gewiss und gewähr sein, dass alles, was in der Kasse drinnen ist und was dort erfasst worden ist, dann auch den entspricht, wie es sein soll. Es kommt ja auch ab und zu mal vor, wenn man gerade essen geht, dass man einen Beleg bekommt und da ist noch keine TSE inkludiert. Was ist denn im Strafenkatalog hintersehen, wenn man sich die TSE halt noch nicht installiert hat? Naja, Strafenkatalog, also jetzt nicht falsch verstehen, als Gast muss man jetzt erstmal überhaupt keine Angst haben. Der Strafenkatalog ist tatsächlich aber mit dem Kassengesetz erweitert worden und die Nichtnutzung oder die Manipulation oder nicht ordnungsgemäße Nutzung einer TSE kann also bis zu 25.000 Euro Strafe nach sich ziehen. Das ist das eine. Mhm. Das andere ist natürlich, dass ich mich sofort auf dem Premium-Platz, auf die Pole-Position für eine Steuer
Prüfung setze. Dass ich also wirklich dann, wenn nicht das Steuerstrafverfahren sofort eröffnet wird, dann trotzdem an der Stelle schon mal ganz vorne mit dabei bin. Zu was führt das Ganze? Wenn das einmal am Laufen ist und die Buchhaltung verworfen werden kann, weil allein schon die formelle Anforderung nicht richtig ist, dann ist meistens die materielle auch relativ schnell erschüttert. Und dann bin ich in dem Bereich der Hinzuschätzung. Das heißt, der Unternehmer bekommt jetzt einen Sicherheitsaufschlag auf seinen Umsatz aufgebrummt, der wiederum dann zu versteuern ist. Das heißt, es führt zu Steuernachzahlungen und das kann echt unlustig werden. Von daher ein Thema, das man jetzt nicht in dem Bereich der Kavaliersdelikte oder Bagatelldelikte abtun sollte. Also du bist der Meinung, dass man auf jeden Fall proaktiv sich eine TSE installieren sollte, einfach nur im Rahmen, dass man auf der sicheren Seite ist und wenn der Betriebsprüfer an der Tür kommt, dass man sagt, ja. Das würde ich unter dem Bereich der ganz normalen gesetzlichen, Einhalten gesetzlicher Vorgaben berufen. Also das ist nichts Proaktives mehr, das ist jetzt wirklich inzwischen Pflicht. Wer eine digitale Kasse im Einsatz hat, hat diese TSE dann auch zu nutzen. Das haben wir verstanden. Frank, was sagst du dazu? Was sind deine Erfahrungen? Wie viel Prozent der Gastronomen, vermutest du, sind vielleicht schon mittlerweile mit einer TSE versorgt? Also da habe ich eine Laienerfahrung an der Stelle. Ich kann das von unseren Kunden sagen, wo ich sage, wir haben den Markt mittlerweile bei unseren Kunden fast komplett durchdrungen, was technische Sicherheitseinrichtungen angeht. Was sicherlich auch daran liegt, dass wir es unseren Kunden einfach machen und sie auch schützen wollen. Das ist ja ein Service, so verstehen wir uns ja auch. Natürlich passiert es mir aber auch immer wieder, wenn ich um die Ecke in einem Imbiss bin, wenn ich überhaupt einen Beleg kriege, dann ist ja manchmal nicht, da sind die Signaturdaten manchmal nicht drauf. Das fällt mir schwer, jetzt komplett abzuschätzen. Ich glaube auch, dass das, was ich manchmal wahrnehme in Gesprächen, es gab ja doch noch Fristen für bestimmte Kassen, die nicht ganz so alt sind, weil sie noch GOBD-konform sind. Aber und da sind sich manche Gastronomen offenbar nicht sicher, ob die Kasse noch eingesetzt werden darf gerade oder nicht. Aber das selbst können wir kurz auflösen. Ja, gerne. Wenn Sie zwischen 25.11.2010 und dem 01.01.2020 gekauft worden ist, dann hat sie jetzt noch Schonfrist bis Jahresende, 31.12.2022. Aber auch nur dann, wenn der Kassenaufsteller bestätigt, dass sie nicht aufrüstbar ist. Da es sich aber meistens um PC-Kassen handelt, das heißt, ein PC ist natürlich per se sehr leicht aufrüstbar in der Regel und an Schnittstellen mangelt es den wenigsten Geräten. Also das muss man sich dann wirklich vom Kassenaufsteller schwarz auf weiß bestätigen lassen, dass die Kasse nicht aufrüstbar ist. Die Finanzverwaltung ist jetzt auch nicht ungeschickt, sage ich mal, um ein höfliches Wort zu benutzen. Also die haben den Kassenmarkt durchaus im Blick und sehen sehr genau, welche Kassen sind aufrüstbar, welche sind es nicht. Und in diesem besonderen Fall, dass eine nicht aufrüstbar sein soll, dann durfte die noch dieses Jahr verwendet werden. Ab nächsten Jahr ist sie dann in Rente zu schicken. Vielen Dank, genau. Und das meine ich, an der Stelle muss man sich dann halt als Gastronom überlegen, will ich diese Einzelfallprüfung, diesen Diskurs auch führen mit dem Finanzamt, dass meine Kasse jetzt vielleicht doch nicht und ich rufe den Hersteller an oder rüste ich mich einfach auf mit einer TSE oder an der Stelle mit einer neuen Kasse, die ich dann demnächst mal brauche, weil das Ding, was ich hier vielleicht noch stehen habe, tut es dann einfach nicht mehr irgendwann, wenn sie nicht mehr so einfach aufgerüstet werden kann. Und wenn ich mir anschaue, was Finanzverwaltungen jetzt eben auch in den letzten 2 Jahren gemacht haben, also es war ja ein Riesenprojekt, die Fiskalisierung für die TSE-Hersteller, für die Kassenhersteller, aber es war auch für die Finanzverwaltungen ein Projekt. Die haben sich ja auch aufgestellt, die haben ihre Prozesse angepasst, die haben gelernt, die haben Standards geschaffen, die haben Prüfwerkzeuge angeschafft. Und da gibt es auch schon eine Erwartung bei Kassenprüfern, bei Steuerprüfern, wenn ich in einen Betrieb reingehe, dass die Dinge so und so und so sind, damit ich sage, so kann ich es ordentlich prüfen. Mhm. Und wenn ich da rausfalle, dann ist meine Vermutung, dann habe ich erstmal eine anstrengendere Prüfung, als wenn ich das so mache, wie der Standard das vorgibt. Ich glaube, das waren ganz umfassende Antworten. Jetzt sind wir definitiv schlauer, wenn ich das mal zusammenfassen darf als Schlüsselbotschaft. Wenn der Betriebsprüfer in die Tür kommt, morgen, übermorgen, vielleicht in 2 oder 3 Jahren, ist es definitiv besser, wenn Sie eine TSE haben, mit der TSE arbeiten und sind Sie definitiv auf der sicheren Seite. Und ja, vielen Dank erstmal dafür. Und nun kommen wir zum zweiten Irrtum. Und zwar, werden meine Daten automatisch an das Finanzamt gesendet? Und diesen Irrtum hört man wirklich oft. Frank, wie ist es eigentlich in der Gesetzgebung geregelt? Werden die Daten direkt an das Finanzamt übermittelt? Ich gebe erstmal eine technische Antwort tatsächlich, weil da weiß ich es wahrscheinlich noch sicherer, auch wenn ich mich gesetzlich da auch belesen habe. Wir haben gar keine Möglichkeit, Daten automatisiert an das Finanzamt zu übermitteln. Okay. Weder haben wir das,
aus unserem Kassensystem oder aus unserem Cloud-basierten System heraus, noch haben die Finanzverwaltungen die Möglichkeiten, diese Daten überhaupt in Empfang zu nehmen, automatisiert. Mhm. Also das ist dann vielleicht irgendwann mal eine Zukunftsmusik, das kann man mögen oder nicht dann irgendwann, aber im Moment ist das gar nicht möglich. Der Moment, in dem ich als Betrieb meine Steuerdaten, auch die in der TSE aufgezeichneten Daten, dem Finanzamt gebe, ist der Moment, wo ich geprüft werde und jemand das sehen möchte. Mhm. Ja, weil das Teil einer Prüfung ist, dann gebe ich die raus und da wird mir dann aber auch ein Stück Papier vorgelegt, wo drauf steht, deswegen machen wir das jetzt. So, und da bin ich dann auch in einem Rechtsrahmen, wo das passiert. Aber es gibt in Deutschland keine automatisierte Übertragung von Steuerdaten an Finanzbehörden. Mhm. Wo kommt denn aber dann dieser Irrtum her? Gibt es vielleicht Analogien im europäischen Ausland? Wo werden die Daten direkt übermittelt? Ist es nur in Deutschland nicht so? Also es gibt im europäischen Ausland tatsächlich Systeme, die eine Kassenzulassung nur dann bekommen, wenn sie die Daten an die Finanzverwaltung übermitteln können. Frank hat es vorhin gerade gesagt, die deutschen Finanzämter sind da deutlich der Digitalisierung noch, ja, die befinden sich noch auf dem Gebiet von Neuland an der Stelle und das haben wir ja zu Zeiten der Krise auch im Gesundheitswesen durchaus gesehen. Da sind uns osteuropäische, südeuropäische Länder deutlich voraus und per se ist es nicht unbedingt das Schlechteste. Also man kennt das ja auch von den Kreditkartentransaktionen, da ist ja auch jede einzelne Transaktion sofort verifiziert und beim Kreditkartenprovider geprüft und der Kunde weiß, ich bekomme jetzt dann, oder der Händler weiß, ich bekomme von dem Kunden dann auch mein Geld. Also das hat auch seine Vorteile, zumal es auch bei den Aufbewahrungspflichten dann entlastend wäre, weil wenn die Finanzverwaltung die Daten verliert, ist das zumindest den Steuerpflichtigen dann nicht mehr zur Last zu legen. Im Moment ist das nicht der Fall und somit es gibt weder eine technische Möglichkeit, die Daten zu übermitteln, um sich vielleicht auch selbst zu entlasten für denjenigen, der das möchte und gesetzliche Vorgabe ist es auch nicht. Es gibt es aber in anderen Ländern. Okay. Und für unsere Kunden, für unsere Unternehmer in Deutschland, wie kann sich der Unternehmer das vorstellen? Wie kommt dann das Finanzamt an die Daten? Naja, das obliegt dem Steuerpflichtigen. Er muss seine Steuer erklären. Das heißt, er hat eine Bringschuld an Informationen gegenüber der Finanzverwaltung und wie die diese dann haben möchten, wie die das sehen möchten, das ist ja im Fall der Kassenführung recht gut dokumentiert. Da kann man sich die GOBD auf der Seite der Finanzverwaltung auch runterladen. Das ist quasi, die sind die Spielregeln für die Kassenführung und da ist das alles festgehalten. Und insofern obliegt es da an der Stelle wirklich erstmal beim Steuerpflichtigen seine, ich sage es jetzt mal salopp ausgedrückt, seine Klamotten beisammen zu halten und dafür zu sorgen, dass die ordnungsgemäß und vollständig sind, damit er dann, wenn eine Prüfung stattfindet oder ein Prüfer kommt, dass er dann eben auch entsprechend die Unterlagen ausweisen kann und darlegen kann. Das heißt also, wenn der Betriebsprüfer in die Tür kommt, bin ich als Unternehmer verpflichtet, meine Daten freizugeben. Und das passiert nicht schon im Vorhinein, weil es automatisch übertragen wird, sondern ich manuell gebe zum Beispiel meine Daten als Export. Genau. Ja? Die TSE macht eigentlich nicht mal was mit den Kassendaten, außer sie zu signieren. Das kann man sich vorstellen wie eine digitale Unterschrift. Ne? Also die eigentlichen Kassendaten werden eben in der Kasse erfasst und dann dort abgelegt. Das kann eine lokale Kasse sein im Laden, das kann bei cloudbasierten Kassensystemen das Rechenzentrum sein, wo sie sicher verwahrt werden. Und die TSE macht wirklich selbst mit den Daten gar nichts, außer diese nochmal zu unterschreiben. Und das kann man sich dann noch exportieren lassen. Und nichts davon passiert so, dass es automatisch an Finanzverwaltungen übertragen würde. Aber wo ich gerade nochmal den Stichpunkt bekommen habe, der Betrieb hat ja Pflichten, auch Dokumentationspflichten, Dinge, die man erklären muss, weil ich es immer wieder höre. Gerade das Thema auch Verfahrensdokumentation ist etwas, was Betriebe, glaube ich, immer wieder auch unterschätzen. Mhm. Und da muss man auch darauf achten, dass das Kassensystem, was man betreibt, eine vernünftige Verfahrensdokumentation hat, wo drin steht, wie sind die Dinge dort gelagert, ja? Wie kommt man an Exporte ran, wie funktioniert das. Aber auch, wenn dann irgendwann mal was schief geht, kippe ich ein Bier über die Kasse oder fällt meine Hardware-TSE runter und ich trete drauf. Das sind dann Dinge, die ich auch protokolliert haben sollte in meiner Verfahrensdokumentation, damit im Falle einer Prüfung daneben auch steht, von da bis da ging das ebenso nicht aus folgenden Gründen und dass das nachvollziehbar ist. Wunderbar. Da bleibt für uns die Erkenntnis, für Sie als Unternehmer, die Daten werden nicht automatisch ans Finanzamt übermittelt, sondern die sind bei Ihnen entweder bei einer Hardware-TSE auf einem Speichersatz oder auf Hochsicherheitsservern bei einer Cloud-Lösung. Sehr geehrte Damen und Herren, und nun kommen wir zum Irrtum Nummer 3. Die Einrichtung einer technischen Sicherheitseinrichtung ist
angeblich aufwendig und auch mit zusätzlichen Kosten belastet. Frank, wir erhalten hier oft Nachfragen. Wie aufwendig ist denn eigentlich so eine Installation der technischen Sicherheitseinrichtung und was muss man da tatsächlich an Kosten irgendwie vorhalten? Klare Beraterantwort, kommt drauf an, aber ich kann es mal ein bisschen beleuchten. Gerne. Also grundsätzlich haben eben TSE-Hersteller und Kassenhersteller in den letzten Jahren viele Aufwände betrieben, um die Dinge möglichst einfach für am Ende für die Betriebe zu machen. Und das geht je nach Technologie halt nur bis zu einem bestimmten Grad. Ich mache mal die beiden Extreme, um das mal zu vergleichen. Wir haben im Falle von cloud-basierten Kassensystemen und cloud-basierten technischen Sicherheitseinrichtungen, wie beispielsweise bei dem Produkt von der Orderbird, haben wir ein System schaffen können, wo man seine technische Sicherheitseinrichtung per Mausklick aktiviert. Das heißt, man meldet sich wie gewohnt in seinem Kassen-Backoffice-System an und sagt, ja, TSE will ich jetzt haben. Dann klickt man da drauf, dann ist die gebucht bei uns, aktiviert und in dem Moment auch im Betrieb, in dem Kassengerät. Das heißt, der nächste Beleg, der dann den Kassendrucker verlässt, enthält alle Signaturdaten und man ist fertig mit dem Thema. Und zeitlichen Rahmen, wie lange dauert sowas? Es ist ein Sekundenprozess. Okay. Mhm. Ja. Und jetzt kann ich natürlich auch einen anderen Weg wählen, wenn ich ein anderes Kassensystem habe und möchte mir zum Beispiel eine TSE kaufen. Die gibt es dann auf USB-Stick oder es gibt die auf SD-Karten. Um die in Geräte reinzuschieben, wenn die Kasse dafür vorbereitet ist, dass sie diese bestimmte TSE eben unterstützt. Da muss ich mich mit dem Kassenhändler dann auseinandersetzen. Und dann muss ich das natürlich auspacken, reinstecken, betreiben. Auch das ist sicherlich keine Raketenwissenschaft, aber natürlich trage ich auch als jemand, der das dann tut, auch das Risiko. Mache ich, also USB, wie oft muss man das eigentlich falsch rum reinstecken, bis es dann doch geht? Kennen wir ja alle. Ja, oder vielleicht muss ich meinen Kassendrucker doch mal aufschrauben, um an den USB-Steckplatz ranzukommen. Was ist, wenn ich da nicht gut geerdet bin gerade? Ne? So, das sind dann Dinge, da bin ich dann halt auch in der Verantwortung, das ordentlich gemacht zu haben. Wenn ich mich an so einem Full-Service-Provider wie eben der Orderbird wende und sage, macht ihr das bitte für mich, dann stehen wir eben auch in der Verantwortung. Und wenn es dann mal, was bei uns natürlich selten vorkommt, zu Störungen kommen sollte, dann ist das bei uns eben auch dokumentiert und das ist bei uns eben noch nachvollziehbar für die Finanzverwaltung. Ich bin einfach da raus aus dieser Nummer. Durch die vielen Mandanten bei euch in der Gesellschaft sind ja sicher auch einige Erfahrungen eingetreten, gerade bei der technischen Sicherheitseinrichtung. Wie ist denn da so aktuell die letzten Monate, wie kannst du es uns beleuchten, was mit der TSE, was für Daten da aufgetaucht sind und wie sich vielleicht die Mandanten entsprechend verhalten haben? Also lieben sie es, schätzen sie es, mit der Hardware-TSE zu arbeiten oder geht der Trend Richtung cloud-basierten Lösungen? Also ob sie es lieben oder nicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Grundsätzlich hat der Gesetzgeber gesagt, dass die Kosten einer TSE unter bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel eben, wenn eine bereits vorhandene Kasse nachträglich dann mit einer TSE ausgerüstet werden muss, dass dann diese absetzbar ist. Also die Kosten für so eine TSE, die glaube ich gehen so bei 250 Euro los. Bei der Cloud-TSE, weil du es gerade angesprochen hast, habe ich heute einen Vorteil, dass ich diese Kosten sofort als Betriebsausgaben geltend machen kann. Das heißt, ich habe hier nichts, was ich abschreiben muss und so weiter und so fort, weil eine TSE an sich ist kein eigenständig nutzbares Wirtschaftsgut. Das heißt, das wäre aber Voraussetzung, um eben da in die sofort oder in die Abschreibung zu kommen. Es gibt also eine Ausnahme, eine explizite eben für diese TSE-Kassen, die eben dann da mit reinrutschen. Aber es ist auch ein Unterschied, nämlich dann, wenn ich zum Beispiel mir eine neue Kasse anschaffe und dann die Hardware-TSE dazu, dann ist das quasi eine Nebenleistung der Kasse und dann gehört es ganz normal in den Kassenabschreibungen eben mit rein, die man da ähnlich wie bei PCs heutzutage eben hat. Und da ist eben das Cloud oder ein Cloud-System von Vorteil, weil da habe ich meine laufenden Gebühren, die ich gleich in voller Gänze als Betriebsausgaben geltend machen kann. Vielen Dank. Hast du Erfahrung, wie teuer sowas sein kann? Also bei der Orderbird AG weißt du sicherlich, die Cloud-TSE, was kostet diese im Jahr? Und hast du Erfahrung, was solch eine Hardware-TSE gerade so im Regelfall dafür Kosten ausmachen? Auch das ist ja unterschiedlich. Ne? Wenn man die Hardware-TSE von der Stange nimmt, dann ist man da mit ein paar hundert Euro einmal Investition dabei. Die Hardware-TSE hält halt nur eine bestimmte Zeit. Also generell hat eine TSE eine Laufzeit in der Zertifizierung bekommen damals. Es gibt dort bestimmte Speicher, die irgendwann auch volllaufen können. Man rechnet da so mit, nach 3 Jahren muss die vielleicht ausgewechselt werden. Das ist sicherlich was,
wo dann auch eine Cloud-TSE einen Vorteil ausspielen kann, weil ja der Speicher in der Cloud im Rechenzentrum erstmal beliebig groß werden kann. Zumindest muss ich mich da als Betrieb wiederum nicht drum kümmern. Ich habe aber auch von Kosten gehört, die weit in die, mit Service und Installation weit in die Tausender Euro reingehen, wo ich sage, ich habe hier ein Kassensystem, das hat vielleicht auch eine gewisse Komplexität, hat auch schon ein paar Jahre auf dem Kasten und der Kassenhändler sagt dann, da haben wir aber eine TSE, keine Sorge, wir kommen dann vorbei. Da können Sie dann aber auch den ganzen Tag nicht arbeiten, weil die müssen wir dann installieren und am Ende hat man dann 1.500, 2.000 Euro Rechnungen vorliegen. Okay, wiederum sehr aufschlussreich und was unsere Erkenntnis jetzt hieraus ist, es gibt im Grunde gibt es zwei Lösungen, wie man eine TSE installieren kann. Die Cloud-TSE ist im Regelfall relativ unaufwendig. Innerhalb von wenigen Sekunden, vielleicht sogar in einer Minute, kann man diese aufschalten. Und bei Hardware-TSE gibt es dann doch einige Fallstricke. Und der Irrtum Nummer 4. Die Cloud-TSE funktioniert nicht, wenn das Internet ausfällt. Ja, das ist definitiv eine Frage, die immer wieder kommt. Und Frank, wie ist das jetzt nun? Funktioniert nun die Cloud-TSE, wenn das Internet ausfällt oder wie können wir uns das vorstellen? Also im Ergebnis kann man das erstmal so zusammenfassen. Man hat ja die TSE im Rechenzentrum genauso wie bestimmte Bestandteile des cloudbasierten Kassensystems im Rechenzentrum laufen. Und wenn ich eben eine Internetstörung habe, können die miteinander nicht reden. Insofern funktioniert die Cloud-TSE zwar noch wunderbar im Rechenzentrum, kann aber gerade nicht erreicht werden. Das ist erstmal fachlich ein ähnliches Szenario, als wenn ich eine TSE im Laden betreibe, entweder per USB oder ich habe vielleicht einen größeren Laden und habe dann im Backoffice einen Server, wo die TSE dran ist. Auch da kann es ja Verbindungsprobleme geben. Der Gesetzgeber hat das sauber geregelt. Da gibt es sogenannte Ausfallszenarien und die Anforderungen sehen davor, dass man in dem Fall, wo die TSE nicht erreichbar ist, auf dem Beleg schreibt, TSE nicht erreichbar. Und das dann bitte doch auch im DS-Fin4K-Export später eben vermerkt, von wann bis wann die TSE nicht erreichbar ist. Und insofern ist das sauber geregelt und damit kann man auch umgehen mit kurzfristigen TSE-Ausfällen. Die sind vorhergesehen worden quasi als ein Problem, was entstehen kann. Das heißt, ich muss eigentlich auf meine Daten generell achten. Wenn ich Internetprobleme habe, dann ist es geregelt, gesetzlich geregelt, dass es da Ausnahmen gibt. Völlig richtig. Und ich würde es auch nochmal so betonen wollen, dass gerade cloudbasierte Kassenhersteller, die ja natürlich für den Regelbetrieb ihres Produktes auf eine stehende Internetverbindung angewiesen sind. Die haben ja in den letzten Jahren, so auch Orderbird, viele Aufwände auch betrieben, um Kunden zu schützen davor, dass das Internet mal hin und wieder nicht so gut ist. Was wir alle nicht wollen und was wir effektiv verhindern können, ist, dass die Kasse stillsteht. Das tut sie nicht. Ich kann weiter buchen, ich kann weiter Belege erstellen. Und das wird dann eben im Falle einer TSE-Verbindung, die nicht vorhanden ist, eben dokumentiert sauber und ist eben auch prüfbar. Okay, wunderbar. Und wenn ich jetzt diesen Umgebungsschutz mal drauf eingehe, wo ist der Vorteil aus deiner Sicht, Erich, bei einer Cloud-TSE und bei einer Hardware-TSE? Was würdest du in dem Sinne bevorzugen und wo würdest du sagen, ah? Also jetzt mal das Worst-Case-Szenario angenommen, kann ja nicht nur das Internet ausfallen, es kann ja der Strom an sich weg sein. So, ne? Und was mache ich dann in solchen Fällen? Und da ist man als Praktiker einfach gerüstet, gewappnet. Solche Fälle sind auch in der Verfahrensdokumentation dann festzuhalten. Und im Zweifel tut es auch das liebe, gute, alte Bonbuch seit Kaisers Zeiten, wo ich es dann festhalten kann und sage, okay, in der Zeit hat man Stromausfall, da ging gar nichts mehr. Wir haben jetzt wie folgt kassiert. Auch das muss ja in irgendeiner Form dann trotz des Chaoses nachvollziehbar sein. Und wer diesen Fall oder sich auf diesen Fall rüstet, der ist auf jeden Fall im Vorteil, ob er das jetzt mit Bombuch tut, ob er das mit einem Dieselaggregat im Keller macht oder einer zweiten Fallback-Internetleitung über Mobilfunk. Das ist jedem anheimgestellt. Es ist wieder zurück der Grundsatz, der Steuerpflichtige in der Situation darlegen zu müssen, wie sich seine steuerlichen Beträge zusammensetzen und das muss er dann festhalten. Okay, dann fassen wir kurz zusammen. Eins ist sicher, die Welt bleibt nicht stehen, auch wenn das Internet mal ausfällt, Sie können weiterarbeiten und ist alles gesetzlich geregelt, damit Sie auf der sicheren Seite sind. Irrtum Nummer 5. Was passiert eigentlich, wenn das Speichermedium der TSE voll ist? Wenn das Speichermedium einfach nicht mehr greift. Und das ist auch einer der meistgestellten Fragen. Kann das eigentlich überhaupt passieren? Frank, kann
kann ein Speichermedium, klar, wir wissen, ein Speichermedium kann voll sein, aber ist das nicht auch gesetzlich geregelt oder wie handhabt man das dann? Auch da wirst du mir gleich zustimmen. Ne? Der Steuerpflichtige ist eben in der Pflicht, sich dann eben auch rechtzeitig eine neue TSE zu beschaffen, wenn die dann eben voll ist. Ne? Also eine Hardware-TSE hat halt ihren Speicher in der Hardware. Ja, das klingt auch erstmal nett, dann habe ich das da bei mir. Aber ich muss dann eben auch dafür Sorge tragen, dass bevor das Ding vollgelaufen ist, ich mir Ersatz beschaffe. Oder ich muss auch dafür Sorge tragen, dass die Daten, die ich dann eben bei mir im Betrieb anfallen lasse, sowohl in der Kasse, falls sie nicht cloudbasiert ist, als auch in dem USB-TSE-Stick, dass die gesichert sind gegen Einbruch, Diebstahl, Schäden. Ich muss da vielleicht Backups von erzeugen, um wiederherstellen zu können im Falle von irgendwelchen Vorfällen. Das sind natürlich grundsätzlich erstmal alles Themen, die mir cloudbasierte Lösungen abnehmen, wo ich sagen kann, da speichere ich woanders und ich habe einen Vertrag mit jemandem, der mir sicherstellt, dass die Dinge da sind und der ist da auch in der Verantwortung. Das kennen wir ja auch alle von Spotify und Co. Ja, also wenn ich heute Musik hören möchte und ich verliere mein Handy, dann hole ich mir ein neues Handy und dann kann ich aber dieselbe Musik noch weiterhören und meine ganzen Playlists sind immer noch da. Und genauso ist das ja mit unseren Systemen in der Cloud-Welt auch. Wie sind da deine Erfahrungen, Erich? Gerade wenn du sagst, wenn Daten tatsächlich mal verloren gehen, verlustig gehen. Frank hat das jetzt gerade gesagt, auch Naturkatastrophen, Einbruch, Brand, Diebstahl, Hochwasser, was auch immer kann passieren. Und der Steuerpflichtige ist da in der Verantwortung, diese Daten sicher zu archivieren, also so, dass er auch wieder darauf zugreifen kann. Und da kann ich natürlich diverse Archivierungsstrategien in Einsatz bringen. Zu bedenken ist, dass diese Frist beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem der Jahresabschluss abgegeben worden ist. Also sprich, wer jetzt im Jahre 2021 zum Beispiel seinen Jahresabschluss für 2019 erst abgegeben hat, dann fängt erst am 01.01.2022 diese 10 Jahre zu laufen. Das heißt, er kann dann nicht 2029 seine Daten vernichten, sondern er muss ja dann bis 31 warten. Und das heißt, die Langzeitarchivierung muss darauf ausgelegt sein, die Daten auch im Jahre 2030 dann noch lesbar vorhalten zu können. Und das ist von auch diversen unabhängigen Computermagazinen ja schon untersucht worden. Auch die tollste Hardware, dann wird die ja dann in Rechenzentren, in aufwendigen Zyklen immer wieder kopiert, inkrementelle Backups und dann wieder ein Vollbackup und so weiter und so fort. Damit kann man sich beschäftigen. Muss man aber nicht. Also da gibt es komfortable Lösungen. Ich glaube, es kennt jeder von irgendwelchen Speichermedien, von der Digitalkamera zu Hause. Also das eine oder andere Medium kann ich heutzutage gar nicht mehr an mein Gerät anschließen. Da brauche ich heute einen Adapter für. Und das ist dieses regelmäßige Umkopieren und Mitnehmen der Daten ist ein gewisser Aufwand. Denn, wie gesagt, kann man leisten, aber es gibt also auch komfortablere Lösungen. Wir beschäftigen uns für unsere Kunden gern damit, das wollte ich gerade noch sagen. Das ist tatsächlich unser Brot- und Buttergeschäft, dass wir diese Probleme ja für unsere Kunden lösen. Ja, da gehe ich ganz speziell auf ein. Der liebe Erich hat gerade gesagt, du musst die Daten müssen 10-12 Jahre aufbewahren. Und du hast gerade erzählt, dass die Hardware TSE gerade mal so circa 3 Jahre hält. Was macht denn der Gastronom, der eine Hardware TSE, der so einen USB-Stick hat? Wie lagert er das? Wie hat er es zu lagern? Wie sind die Aufbewahrungspflichten, wenn der Betriebsprüfer meinetwegen nach 6 oder 7 Jahren kommt und die Daten haben möchte? Also da gibt es keine Vorschreibung, wie er das machen muss. Er kann es mit der Hosentasche mit sich rumtragen, 10 Jahre lang. Vielleicht die zweitbeste Idee in dem Moment, aber eine der Möglichkeiten. Es obliegt wirklich dem Steuerpflichtigen dafür zu sorgen, dass die Daten abrufbar sind, dass sie elektronisch auswertbar sind, dass sie noch eingelesen werden können. Das muss sichergestellt sein. Wie er das macht, dabei hat er komplett freie Hand. Und wenn der USB-Stick, wir alle wissen sicherlich auch mal, dass mal eine Festplatte kaputt ging, ein Computer geht kaputt, auch mal ein Telefon geht kaputt und garantiert geht auch mal ein USB-Stick kaputt. Was passiert, wenn bei einer Prüfung ich die Daten nicht mehr vorlegen kann? Ja, dann habe ich meine Klamotten buchstäblich nicht beisammen. Das heißt, ich kann die Anforderungen nicht erfüllen und habe damit schon mal den ersten dicken, großen Minusbatzen auf meinem Konto an der Stelle. Also da nützt es auch nichts zu sagen, ja, das ist mir verloren gegangen oder ist kaputt gegangen oder da liegt er, aber wir können ihn nicht mehr lesen und so weiter. Das nützt dann alles nichts. Man muss Vorsorge dafür treffen, dass eine Hardware kann kaputt gehen, das gehört zur Lebenswirklichkeit. Das weiß auch der Gesetzgeber, das weiß auch die Finanzverwaltung und dann muss man heute dafür Sorge tragen, dass eben durch Backups, durch Archivierung dieser Ausfall an Hardware nicht zu einem Verlust an Daten führt.
Das heißt, ich habe als Geschäftsinhaber, als Unternehmer noch die Verantwortung, die Daten, die meinetwegen nach 3 Jahren voll ist, die erste TSE, dass ich diese irgendwo backuppen muss oder so lagern muss, dass diese niemals verlustig gehen, weil ansonsten könnte ich in die Gefahr kommen einer tiefen Prüfung oder einer ähnlichen Betriebsprüfung. Ja, Daten, die ich nicht mehr vorzeigen kann, sind nicht mehr da. Vielleicht an der Stelle, wir kennen das ja auch, es gibt ja auch Betriebe da draußen, die haben eben IT-Abteilungen. Es gibt ja auch Betriebe da draußen, die haben Rechtsabteilungen, Steuerabteilungen, weil sie eben sagen, das sind alles Themen, die sind komplex und wir brauchen dafür Experten. Und dann gibt es natürlich auch viele kleine und mittelständische Unternehmen, die das eben nicht haben, wo buchstäblich die Chefin den Laden allein führt. Ja, so. Und dann ist man plötzlich alleine, IT-Abteilung, Rechts- und Steuerabteilung und muss noch kochen und die Gäste bedienen. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie viel Hilfe holt man sich eben von starken Partnern? Wir haben rausgehört, es ist ein sehr komplexes Thema und die Vorteile bei einer Cloud-TSE sind wahrscheinlich augenscheinlich. Die Hardware-TSE hat aber garantiert auch so ihre Vorteile, nur haben sie da im Laufe der Zeit natürlich erhöhte Aufbewahrungspflichten, die sie selber erfüllen müssen. Und mal eine Frage an euch beiden, mal was Persönliches. Wenn ihr ein Restaurant hättet oder ihr hättet einen Floristik-Shop, in welche Richtung würdet ihr gehen? Würdet ihr, lieber Erich, würdest du Richtung, ich versuche alles cloudmäßig abzudecken, mein ganzes Geschäft? Oder bist du eher, du sagst, ich bin immer noch eher so manuell unterwegs und ich hätte gerne eine stationäre Kasse bei mir, ich hätte meine Daten gerne bei mir am Point of Sale und ich hätte es gerne bei mir um mich herum? Also so pauschal würde ich mich da auf gar keinen Fall mein Gefühl leiten lassen, sondern als Pragmatiker würde ich an der Stelle wirklich hergehen und schauen, was konkret brauche ich. Ich habe bestimmte Sympathien für Cloud-Lösungen, weil ich sie auch im privaten Umfeld bevorzugt einsetze. Würde mir aber dann wirklich sehr genau angucken, ich würde mich nicht daran orientieren, was eine Kasse alles kann, sondern danach, was im Unternehmen alles gebraucht wird. Mhm. Lieben Dank. Sehr diplomatische Antwort. Frank, wenn du genau solch einen Shop hättest, in welche Richtung würdest du gehen? Jetzt könnte man ja annehmen, dass die Antwort einfach ist bei mir. Ja, es ist ein bisschen komplizierter. Also ich bin natürlich als Techniker auch Bastler und bin jemand, der Dinge gerne selbst unter Kontrolle hat. Aber wenn ich mich jetzt in die Situation versetze, dass ich sage, mein Thema ist plötzlich gar nicht mehr IT, sondern eben der Blumenladen oder das Nagelstudio, das ich habe, dann wäre ich ja da der Mensch, der da tief in den Themen drin ist, der das gut machen möchte, der guten Service liefern möchte, der sich da auf dem Laufenden hält mit den Entwicklungen. Und das Letzte, glaube ich, was ich dann machen wollen würde in dem Moment noch, ist mich ganz, ganz viel mit Kassentechnologie beschäftigen. Ich glaube, das würde ich nicht wollen, sondern ich würde dort, wie ich es auch an vielen anderen Stellen, sowohl im Beruf als auch im Privatleben mache, mir versuchen, mein Leben zu vereinfachen und mich auf das zu konzentrieren, wo ich gut drin bin. Und das führt dann zur Cloud-Lösung, um die Frage zu beantworten. Also ihr beide seid eigentlich eher Verfechter der digitalen Kultur, der digitalen Infrastruktur. Und ich glaube, da führt es auch keinen Weg dran. Ich glaube, da war Corona echt ein Beschleuniger. Vielen Dank erstmal für eure Expertisen. Sehr gerne. Gerne. Lieber Erich, lieber Frank, lieben Dank, dass ihr alle da wart. Und bevor wir uns jetzt nun gleich verabschieden und euch ein wenig Klarheit vermitteln konnten, die TSE, das ist sicher, gibt dir als Unternehmer jederzeit die Möglichkeit, finanzkonform zu arbeiten. Gibt dir die Sicherheit, wenn ein Betriebsprüfer in die Tür kommt, dass du dem gelassen entgegensehen kannst. Und ich glaube, das ist eigentlich der Casus Knactus im Endeffekt, dass ich immer auf der sicheren Seite bin. Sollt ihr Fragen und Anregungen haben, gerne auch an den lieben Erich, gerne auch an den Frank oder an mich, dann einfach eine E-Mail schreiben und einfach anrufen. Die E-Mail-Adresse und die Kontakttelefonnummer wird gleich hier unten eingeblendet. Wir freuen uns auf eure Fragen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Es hat viel Spaß gemacht und ganz lieben Dank auch an dich, lieber Erich. Ganz lieben Dank an dich, lieber Frank. Danke, Stefan. Gerne. Ciao.